Eine Trypanophobie ist eine Spritzenphobie. Das ist eine Untergruppe der Blut- und Verletzungsphobien. Und dabei handelt es sich um Menschen, die vor kleinen Spritzen eine Angst haben oder auch wenn Blut abgenommen werden soll und deswegen manchmal auch Impfen oder Spritzen vermeiden. Selbstverständlich soll man sich trotz der Spritzenphobie gegen Corona impfen lassen, denn der kleine Pieks, den man ertragen muss bei einer solchen Impfung, steht in keinem Verhältnis zu den Gefahren oder auch den Problemen, die man hat, wenn man tatsächlich Corona hat. Ja, man muss sich schon einen Ruck geben, auch wenn man große Angst vor dieser Spritze hat, denn es ist extrem wichtig, dass sich alle Menschen impfen lassen, nicht nur um sich selbst zu schützen, sondern auch um andere zu schützen. Manche Menschen haben ja Angst, dass sie während der Spritze in Ohnmacht fallen können, aber darauf sind natürlich die Impfärzte vorbereitet. Man kann sich dann auf eine Liege legen und dann passiert dann schon nichts und man muss davor keine Angst haben. Definitiv sollte man, wenn man geimpft wird, dem Impfarzt dann erzählen, dass man davor Angst hat. Und der wird dann schon Maßnahmen ergreifen und einen auch beruhigen und vielleicht auch auf eine Liege legen. Es ist eine gute Idee, eine Begleitperson mitzunehmen, wenn man so große Angst hat. Das bekämpft ein bisschen die Angst. Ich habe selbst geimpft und habe dann immer die Patienten ein bisschen abgelenkt, indem ich mit ihnen über irgendein anderes Thema geredet habe, sodass sie plötzlich gar nicht gemerkt haben, dass die Spritze schon längst drin und wieder draußen war. Man soll da gar nicht ein großes Aufhebens machen, auch nicht bewusst atmen oder andere Dinge tun, sondern einfach versuchen, sich abzulenken und an eine schöne Sonneninsel denken. Wenn man einen Angehörigen hat, der eine Spritzenphobie hat, dann sollte man versuchen, ihn eben behutsam darauf hinzuweisen, dass es doch sehr, sehr wichtig ist, sich impfen zu lassen. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Verhaltenstherapie. Es gibt sogar neuere Methoden, auch mit virtueller Realität. Das heißt, dass also diese Spritze dann sozusagen imitiert wird. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, bei so einem kleinen Pieks dann einfach nur ein Beruhigungsmittel zu nehmen. Das würde man eben 20 Minuten vor dieser Spritze dann einnehmen und dann hat man diese Angst nicht mehr. Eine Verhaltenstherapie braucht natürlich ein wenig Zeit. Wenn man diese Zeit nicht hat, weil ein Impftermin ansteht, kann man sich natürlich von einem Arzt ein Beruhigungsmittel verschreiben lassen. Wenn es so ist, dass man wegen dieser Spritzenphobie so große Angst hat, dass man eben diese Impfung unterlässt, dann ist es wirklich wichtig, dass man sich in Behandlung begibt. Man kann sagen, 85 bis 90% derjenigen, die sich in Behandlung begeben, werden dann also nicht diese Angst bei der Spritze haben. Auch die restlichen werden zwar noch etwas Angst haben, aber trotzdem sich impfen lassen.